Ich habe mir natürlich die Frage auch gestellt, was eigentlich Mitgefühl bedeutet. Wir leben ja in einer Welt, die relativ, wie es oftmals erscheint, rau ist, die herzlos ist, wenn wir die ganzen Kriege, die ganzen Ungerechtigkeiten, auch die sozialen Ungerechtigkeiten in Deutschland, in der Welt zu sehen, Bürgerkriege und so weiter und so fort. Und häufig, wenn ich dann so sage, mir ist Mitgefühl ganz wichtig, wenn ich das zum Beispiel zu irgendwelchen Klienten von mir sage, dann sagen die meistens Mitgefühl, kann man sich das heute überhaupt noch leisten? Ja, also ich muss doch irgendwie überleben. Ich muss doch irgendwie Ellbogen haben. Ich muss mich durchkämpfen. Das höre ich sehr häufig, wenn ich das mit Klienten so spreche, weil die sagen dann häufig, ja, das ist so eine harte und raue Welt und da muss man irgendwie sich durchsetzen. Und das ist irgendwie für viele Leute sehr ungewöhnlich und unmodern. So, also Mitgefühl zu haben, ist für viele Leute unmodern. Und ich habe mir eigentlich mal so vorgenommen, nur Aspekte von Mitgefühl, die mir eingefallen sind, die ich von meinem Lama, die ich aber auch in meiner eigenen Praxis für wichtig empfinde, die ich mir selbst erarbeitet habe, einfach mal Aspekte zu nennen. Und jedem ist es freigestellt, diese Aspekte einfach mal zu hören und gucken, ob ein Aspekt für mich zutrifft, ob ich damit etwas anfangen kann oder ob ich es beiseite lege und weil es mich zurzeit noch nicht interessiert. Buddhismus ist ja nicht darum, es geht ja nicht um Dogmatismus, es geht darum, dass man Vorschläge macht, dass man das prüft, dass man das durchdenkt, dass man es nachfühlt und dass man sich bemüht, ein paar dieser Aspekte vielleicht in sein tägliches Leben reinzukriegen, in seine tägliche Praxis, in seiner täglichen Umwelt praktisch einzufügen und damit zu arbeiten. Mitgefühl hat erst einmal zwei grobe Ebenen. Das erste ist, Mitgefühl bedeutet, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Ja, wir leben ja häufig in einer Zeit, wo wir ganz viel Probleme manchmal mit uns haben, die wir dann wegdrücken, wegschicken, verleugnen oder davor fliehen oder uns ein Schnäpschen nehmen oder Drogen nehmen oder wie auch immer. Und Mitgefühl im Buddhismus bedeutet einfach zu sagen, okay, ich beginne langsam ein bisschen aufzuwachen und ein bisschen zu schauen, was bin ich eigentlich oder wie bin ich eigentlich? Was geht in mir eigentlich ab? Was beschäftigt mich? Was sind denn überhaupt meine Probleme in Anführungszeichen? Was sind denn, wie das Ole Nidal sagen würde, meine Störgefühle? Und ich glaube, das ist der erste wichtige Aspekt, dass man beginnt zu sagen, okay, was ist in mir los? Wie fühle ich mich? Was nehme ich eigentlich an mir wahr und in mir vor allen Dingen wahr? Und hier haben wir im Buddhismus, also in der buddhistischen Lehre, das heißt ja Dharma, gibt es einen Zugang, der sagt, wie es auch bei vielen anderen großen Religionen der Fall ist, aber im Buddhismus wird das besonders betont. Es wird gesagt, wie kann ich lernen, zuerst mit mir selber sanft umzugehen. Das ist, glaube ich, die erste und wichtige Basis überhaupt. Wie lerne ich zuerst mit mir freundlich und sanft umzugehen? Das heißt, zum Beispiel seine Schuldgefühle, sein Selbsthass, seine Unbarmherzigkeit sich selbst gegenüber, seine Unterdrückung oder hartes Umgehen miteinander, mit mir selber, dieses ein bisschen zu lösen und zu lockern und es zu betrachten. Also mal zu fragen, was ist eigentlich los, warum ich mit mir so umgehe? Warum habe ich so eine Härte zu mir selbst? Warum kann ich mir zum Beispiel nicht selber vergeben? Oder zumindest mal fünfe gerade sein lassen? Warum bin ich so harsch zu mir, dass ich sage, ich bin ein Versager, ich bin ein Nichtskönner, ich werde es nicht schaffen, weil ich einfach versagt habe, weil alles ist in meinem Leben schiefgegangen.
wie auch immer. Und wir neigen dann ja auch häufig dazu, manchmal die Schuld auch bei anderen schnell zu suchen. Mitgefühl bedeutet also als erstes zu schauen, wie kann ich mit mir selber sanft und freundlich umgehen. Ja. Und dieses auch zu lernen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man zuerst sagen kann, ist, wenn man es in kurzer Form sagen kann, ist, schließe Freundschaft mit dir. Oder anders ausgedrückt, versuche Freundschaft mit dir zu schließen. Weil, das wissen wir alle, es ist nicht so ganz einfach. Ja, wir nehmen uns immer vor, ach, ich möchte damit mir mal ein bisschen freundlicher umgehen, aber schon beim nächsten Ärger ist das schnell vergessen und man beginnt wieder in den alten Modus zurückzufallen und beginnt sich wieder selbst anzuklagen. Wir sind ja auch hier im Westen in einer Kultur groß geworden, wo es da hauptsächlich darum geht, zu kritisieren. Ja, kritisieren hat ja bei uns ursprünglich, also hat ja eine negative Konnotation. Ursprünglich, glaube ich, die Lateiner mögen es mir verzeihen, ich glaube, kritisieren kommt von kritere. Und kritere bedeutet eigentlich nur auszutauschen, Diskussion zu führen und das Positive zu finden. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Und was wir daraus machen, ist eigentlich nur, wir kritisieren schnell andere, da sind wir ganz schnell dabei. Und wir kritisieren uns häufig selber sehr, sehr, sehr schnell, noch viel schneller manchmal als andere und verdammen uns manchmal dabei oder drücken uns nieder. Ja, mögen uns nicht, zum Beispiel. Also beginne oder versuche, mit dir Freundschaft zu schließen. Versuche, dich auf den Weg zu machen, dir selber zu vergeben. Höre auf, dich selber allzu stark zu kritisieren. Höre auf, dich selber abzulehnen. Beginne, negative Gedanken zu erkennen und es durch heilsame Gedanken zu ersetzen. Gedanken von Vergebung, Gedanken von Großzügigkeit und Gedanken von Selbstvertrauen. Das ist ein interessanter Punkt. Wir leiden alle und inklusive meiner Person. Wir leiden alle darunter, dass wir seit 40, 30, 20 Jahren, je nachdem, wie alt die Leute hier so sind, dass wir alle jahrzehntelang Denkmuster haben. Ja, wir haben Denkmuster, die dazu führen, dass wir schnell immer in die gleichen Bahnen von Kritisieren, Verdammung denken. Der Buddhismus schlägt zum Beispiel mal vor, mal die kleine Übung zu machen. Der Buddhismus sagt nichts anderes als, schau dir doch mal an, wie du dich mit diesen Gedankengängen, diesen ewig gleichen Gedankengängen, wie du dich damit fühlst. Und versuche mal, wenn du merkst, dass du in einer Gedankenmühle wieder bist, dass du merkst und einfach sagst, okay, was kann ich tun, um diese Gedanken, diese negativen Gedanken mal zum Anhalten zu bringen? Da genügt es manchmal einfach nur, aufmerksam zu sein und festzustellen, oh, in welchem Gedankenfluss bin ich im Augenblick? Also mir zum Beispiel hilft das, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich dabei ertappe, in negativen Gedankenspiralen zu sein, dann sage ich manchmal innerlich zu mir, komm mal wieder in die Gegenwart zurück und schau mal, was im Augenblick abgeht. Und allein schon das hilft, um diese negative Spirale zu unterbrechen. Natürlich ist das eine Aufgabe, die man permanent ausführen muss oder sollte. Aber irgendwann, nach längerer Zeit, gelingt es einem, Grund zu bekommen, festen Grund zu bekommen. Ja, also der erste Schritt wäre vielleicht zu sagen, okay, was sind eigentlich meine negativen Gedanken? Und ich muss es bemerken, dass ich in negativen Gedankenspiralen drin bin. Das fühlt sich in der Regel so an, und das sollte man mal überlegen, vielleicht machen Sie mal oder macht ihr mal das Experiment. Wenn ihr merkt, dass ihr in einer negativen Gedankenspirale seid, dann spürt einfach mal, wie ist die gefühlsmäßige Konnotation? Wie ist die gefühlsmäßige Reaktion? Es ist meistens ein Gefühl von Enge, von Dunkelheit, von Qual, von Aggression, Selbstaggression oder Aggression nach außen. Ja, oder Ärger. Ja. Und ich glaube, wenn man das zuerst bemerkt, wo ich gerade bin mit meinem Denken, in dem Augenblick kann ich schon eingreifen. In dem Augenblick kann ich eingreifen und kann zum Beispiel Zuflucht nehmen zu einem Satz oder ich kann einfach auch sagen, wenn es mir ganz übel geht, mich auf einen Satz konzentrieren, den ich sehr hilfreich finde,
Man redet so lange innerlich diesen Satz, alles wird gut, oder irgendein Satz, den jeder sehr für sehr tröstend empfindet. Und den einfach so lange zu rezitieren innerlich, bis diese Gedankenspirale zu Ende ist. Man wird feststellen, dass die Gedanken nur eine Illusion sind. Ich mache diese Gedanken wichtig. Ich bin derjenige, der sie für groß und bedeutsam hält. Aber im Grundprinzip, und ich muss das selbst auch immer üben, im Grundprinzip bedeutet das nur, es sind nur Gedanken. Ich sag's mal ein bisschen lockerer und burschikoser, wie es einer meiner, damals mein Lehranalytiker gesagt hat, Dr. Maas, der hat gesagt, das ist Gehirnfurzerei. Gedanken sind nichts anderes als Gehirnfurzerei. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt zuerst. Dann können wir weiter in den Text kommen. Und es geht darum auch, das Gegenteil von negativen Gedanken sind positive Gedanken. Wie kann ich das entwickeln in mir selbst? Also ich muss es merken. Ich kann notfalls zu einem Satz, der mir gut tut, Zuflucht nehmen. Und ich kann drittens beginnen, meine Gedanken zu verändern, zu transformieren. Ich kann ja zum Beispiel, wenn ich bei mir feststelle, dass ich negativ denke, kann ich zum Beispiel sagen, stopp. Und ich will zum Versuchen, wenigstens über diese Person, über die ich mich ärgere, wenigstens neutral zu denken. Da habe ich schon eine ganze Menge geschafft. Wenn es mir dann gelingt, meine Gedanken so zu transformieren, dass ich daraus positive Gedanken hervorbringe, dann habe ich einen zweiten großen Schritt gemacht. Ja, also Gedanken zu transformieren. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Wenn mich jetzt nur über ein äußeres Ereignis in diese negative Gedankenspirale gebracht hat, das kriege ich ja nicht beseitigt. Das ist ja einfach da. Ja. Wo sind die Dinge, die da sind? Ja, das könnte zum Beispiel was Unabänderliches im Beruf sein. Das kann ich nicht ändern. Das kann ich auch nicht beeinflussen. Doch, du kannst was ändern. Soll ich mir das schönreden? Doch, du kannst was ändern. Du kannst es in dir selbst ändern. Und, da komme ich aber gleich noch zu, man kann auch Mitgefühl anwenden, aber das ist zum Schluss des Vortrags, da werde ich noch einige Hinweise geben, wie man damit umgehen kann. Also noch ein bisschen Geduld. Im Buddhismus wird gesagt, dass der Geist dein größter Freund wie auch dein größter Feind ist. Also das heißt, wenn ich einen glücklichen Geist habe oder einen zufriedenen Geist habe, dann ist dieser Geist mein Freund. Wenn ich aber dem Geist erlaube, sich mit Negativität zu füllen, Ärger, Wut, Hass, Gier oder wie auch immer, ihn immer mehr zu kultivieren in diesen negativen Sachen, kann er schnell zu meinem größten Feind werden. Man erlebt das zum Beispiel häufig, ich habe das jetzt gelesen, jetzt in der Zeitung, in Griechenland ist die Selbstmordrate von Leuten sprunghaft angestiegen, weil die Leute sagen, ich habe kein Geld mehr und bringen sich um. Was dahinter steckt, sind eigentlich negative Gedanken, die dazu führen, dass sich mein Denken gegen mich selbst richtet. Und dass ich dann in einer Spirale nach unten komme und beginne, mich wirklich zu sagen, ich habe keine Hoffnung mehr und muss mich aufhängen. Es gibt da im Augenblick in Griechenland eine hohe Anzahl von Leuten, die sich umbringen. Und das bedeutet eigentlich, der Satz, der Geist ist dein größter Freund, kann aber auch dein größter Feind sein. Das ist ein klassischer buddhistischer Lehrsatz aus dem tibetischen Buddhismus. Wichtiger Punkt ist auch, wenn wir den Geist betrachten, dass der Geist eigentlich nichts anderes ist, genauso wie die Gedanken, als ein Instrument. Wir beginnen uns ja häufig mit dem Geist zu identifizieren. Wir sagen mein, ich. Mein Geist, mein Auto, mein Haus, ich bin wichtig. Das gehört mir und so weiter und so fort. Wenn wir uns mit allen diesen Dingen identifizieren, haben wir Schwierigkeiten, die Dinge auch, wenn sie sich verändern, und die Dinge verändern sich, die Dinge dann loszulassen, wenn sich Veränderung einstellt. Wenn wir uns so fest, klauenartig in die ganze Materie reinbeißen. Veränderung ist das Einzige auf dieser Welt, was immer zutreffen wird. Ja, ich habe jetzt heute Morgen noch Fotos gesehen von mir, wo ich vor 10 Jahren bin. Da war ich bei einem Retreat gewesen und da habe ich gedacht, habe ich mich erst gar nicht erkannt.
weil ich längere Haare hatte und irgendwie etwas voluminöser war als jetzt, habe ich gedacht, das ist erstaunlich irgendwie so. Also man sieht, wie Veränderung stattfindet, permanent. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und ich meditiere ja jetzt schon seit ungefähr 32 Jahren täglich, dann ist es so, wenn ich morgens meine Gedanken sehe und ich bin in einer negativen Gedankenmühle und ich bin mittags, geht's mir gut, dann denke ich mir, da ist nur Wandel. Da ist nur Veränderung. Da ist nichts, was fest ist. Nichts. Ja. Meine Gedanken sind so verwandelbar, sind so wandelbar. Meine Stimmungen sind so wandelbar. Meine Geisteszustände sind so wandelbar. Und betrachten wir die Dinge wie den Geist und die Gedanken als Instrument, aber wie wir es beim Instrument tun sollten, wenn wir eine teure Violine haben, müssen wir die ab und zu pflegen und stimmen, wir müssen sie gut behandeln. Und deswegen sollten wir auch zu unserem Geist und zu unseren Gedanken freundlich sein. Genauso wie wir ein gutes Instrument pflegen, es gut behandeln, es lieb haben. Jeden Tag ein Küsschen auf die Geige, weil sie so viel wert ist. Sollten wir auch unseren Geist und unsere Gedanken nicht vorschnell verurteilen, sondern wirklich sehen, es sind wandelbare Dinge, die ich beeinflussen kann. Was eine Geistesschulung beinhaltet. Und dieses Wandeln des Geistes und dieses Liebhaben und befreundet sein mit sich selbst ist Mitgefühl. Mitgefühl ist zu lernen, mit sich freundlich umzugehen. So sagt es Geshe Samtem Pema Samtem, ist ein Geluk, also ein Meditationsmeister aus der Gelugpa-Schule in Tibet, der sehr großen Wert darauf legt, wie auch überhaupt alle buddhistischen Meister, geh freundlich mit dir um und mit deinen inneren Dingen. Achte also stets auf die Qualität deiner Gedanken. Versuche nicht, sie so wichtig zu nehmen. Wenn ich sehe, wie sich Gedanken permanent verändern, und ich sehe, dass da eigentlich keine Substanz hinter ist, ist sie fast traumgleich. Im Buddhismus ist Traumgleichheit leer, Leerheit. Es ist keine Substanz, es sind nur Filme, die wir fahren, Bilder, die wir hochprojizieren. Wie ein Filmprojektor, der einen schönen Film wirft auf die Leinwand. Und das ist das, was wir alles so wunderbar spannend finden. Und wenn wir uns mit dem Film identifizieren, sind wir auch schnell betroffen und sind wir auch mit den Nerven runter und traurig oder auch verzweifelt. Anstatt negative Gefühle und Denken zu fokussieren, sollten wir versuchen, das ist auch etwas, was bei einem anderen Lehrer gerne so gesagt wird, Freude im Geist zu entwickeln. Ja, Freude im Geist zu entwickeln. Freudvolle Zustände zu entwickeln. Ich habe erst mal das Wort freudvoll gedacht, naja, hört sich ja so ein bisschen, ne? War ich ein bisschen kritisch. Aber ich habe das dann mal so durchdacht. Und Freude heißt eigentlich nichts anderes als Engagement, Interesse, Offenheit, Weite und Lichtheit im Raum zu schaffen. Und das hat mich dann im letzten Augenblick doch so ein bisschen auch fasziniert. Konzentriere dich also auf das Schöne. Schau das Schöne im alltäglichen Leben. Zum Beispiel, was ich immer sehr genieße, ist, wenn ich morgens aufwache oder mal im Bett liege und die Sonne scheint und ich sehe das frische Grün des Frühlings. Ja, wenn man sieht, wie die Blätter aufgehen und das ein ganz frisches Grün ist, und wenn dann die Sonne da reinscheint, das ist einfach herrlich, das zu sehen. Das ist auch etwas, wo ich dankbar bin, dass ich das überhaupt wahrnehmen kann. Ich muss nicht nach Teneriffa, Acapulco, Mexiko, China, Japan fliegen. Ich muss nicht Tausende von Euro ausgeben für einen Urlaub. Das kann man natürlich gerne machen. Wenn es mir gelingt, innerlich zu sagen, oh, ich erlebe es, einen schönen Baum zu sehen, wie der von Licht erfüllt ist, dann habe ich Lebensqualität. Wenn ich sehe, wie eine Blume am Straßenrand, eine Mohnblume zum Beispiel, ich liebe Mohnblumen, irgendwie weiß ich auch nicht warum, wenn die so hell erleuchtet sind, das ist ein feuriges Strahlen gleichsam, dann erfreue ich mich daran. Das kann mir kein Urlaub in Thailand geben. Ja, natürlich könnte es mir auch einen Urlaub in Thailand geben, gebe ich recht, wenn ich jetzt in Thailand jetzt diese Blume so sehe, wie eine Orchidee oder so aus dem Dschungel. Aber es genügt mir schon, hier das zu sehen.
Oder wie schön ist es während der Meditation, was ich auch häufig erlebe, wenn der Wind ums Haus weht, dieses Rauschen, was ums Haus geht. Da habe ich große Lebensfreude dran. Das macht mich glücklich. Und das bedeutet, schaue oder lege den Geist daraufhin auf Freude, auf schöne Dinge. Es muss überhaupt nichts Großes sein. Ich leide unter niedrigem Blutdruck. Wenn ich morgens aufwache, bin ich eiskalt. Das Erste, was ich mich darüber freue, ist, ich mache mir einen heißen Tee. Herrlich. Die erste halbe Stunde gehört dem Tee und mir. Ist Lebensqualität, die viele Menschen nicht haben. Das ist, genieße oder lege den Fokus auf das Freudige. Da müssen wir auch nochmal betrachten, laut Buddhismus ist es so, dass wir eigentlich eine sehr kostbare menschliche Existenz haben. Wir müssen uns vorstellen, wir haben 8 Milliarden Wesen auf der Welt, also Menschen und vielleicht unzählige Billiarden von Tieren, Insekten, Spinnen und so weiter. Dass es uns gelungen ist, als Mensch zu kommen und als Mensch in einer relativ friedlichen Umgebung zu sein, wo es keinen Krieg gibt, wo keine Bombenattentate sind. Also das zu bedenken, empfiehlt auch Geshe Pema Samten, dieses Mal zu sehen, bedeutet auch, Freude zu haben. Dass es uns gelungen ist, in einer Welt zu leben, wo wir Frieden haben, wo wir nicht morgens aufwachen und irgendwo gleich wieder eine Kugel geht oder ich muss mir irgendwo durch ein Stadtviertel laufen, wo irgendwie Kämpfe stattfinden, um ein bisschen Brot zu kriegen. Ja, auch das ist übrigens eine kostbare menschliche Existenz, die wir haben. Jetzt gibt es zwei Arten oder zwei Definitionen, grob gesprochen zwei Definitionen von Mitgefühl. Zwei klassische Definitionen von Mitgefühl. Die erste klassische Mitgefühlsdefinition lautet, Mitgefühl bedeutet, anderen von Nutzen zu sein. Anderen von Nutzen zu sein. Die zweite Definition lautet, Mitgefühl bedeutet, Liebe trifft auf Leid. Liebe trifft auf Leid. Als ich diesen letzten Satz vor allen Dingen gehört habe, war ich richtig erschüttert vor 10, 15 Jahren. Das war mir irgendwie so klar. Mitgefühl bedeutet, Liebe trifft auf Leid. Das fand ich, hat mich irgendwie stark berührt. Das ist immer noch in meinem, seit 10, 15 Jahren, immer noch in meinem Kopf habe. Und der jetzige Satz, den ich gerade angeführt habe, Mitgefühl bedeutet, anderen von Nutzen sein, bedeutet, unpathetisch zu sein, still zu helfen, wo Not ist. Anderen von Nutzen zu sein. Und das könnte bedeuten, zu schauen, wo kann ich denn anderen Menschen nutzen? Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, finden wir immer was, wo wir anderen Menschen nutzen können. Bloß häufig wollen wir es nicht so gern, weil wir es die schöne Sessel, unsere Trägheit und unsere anderen Dinge vielleicht daran hindern. Aber eigentlich gibt es immer Situationen, wo wir sagen können, ich kann anderen Menschen helfen oder nutzen. Mitgefühl bedeutet auch, und das ist von mir so, was ich auch heute, als ich den Vortrag nochmal abgeschrieben habe, ich schreibe das immer so mit Hand vor, ist mir der Gedanke gekommen, Mitgefühl bedeutet auch, eine parasitäre Lebensweise aufzugeben. Hört sich hart an. Parasitäre Lebensweise ist eine Lebensweise, wo es darum geht, nur zu nehmen, aber nicht zu geben. Ich will haben. Das brauche ich. Meine Ansprüche. Das ist eine parasitäre Lebensweise. Und diese ein bisschen zu minimieren, bedeutet in der Umkehrfolge zu geben. Zu unterstützen. Anderen Menschen, anderen Tieren, anderen Wesen, egal welcher Konsistenz, in welchem Raum sie sein mögen, anderen Wesen durch Großzügigkeit Unterstützung zu geben. Weg von dieser parasitären Lebensweise. Wir leiden heute alle unter Krebs. Ich glaube, du bist Mediziner und wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich. Ich habe mal irgendwo so einen Satz gelesen, dass Krebs eigentlich ein sehr parasitäres System ist.
Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich muss das noch mal nachlesen. Das habe ich aber auch so irgendwie. Ich habe das immer mal in so einem Buch gelesen. Ich muss das noch mal nachforschen. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Jetzt ein paar andere Aspekte davon. Also ich wiederhole noch mal: Mitgefühl bedeutet, anderen von Nutzen zu sein. Mitgefühl bedeutet, parasitäre Lebensweise aufzugeben und mehr zu geben, nicht nur zu nehmen. Und der dritte Aspekt: Mitgefühl bedeutet, Liebe trifft auf Leid. Und Leid, wissen wir, ist ein sehr universeller Begriff, weil wir haben alle unser Leid. Es gibt so viele Ebenen von Leid. Ein weiterer Aspekt könnte sein, wenn wir alle in diesem Leid stecken und wir haben alle so Phasen, selbstverständlich auch ich, wo wir so Phasen haben, wo es uns nicht gut geht, wo so Leidenswellen über uns rauschen. Wenn diese Leidenswellen auftauchen, wird im tibetischen Buddhismus häufig gesagt, habe Geduld. Suche dir einen spirituellen Freund oder Lehrer und teile dieses Leid mit. Lerne zu kommunizieren. Der Aspekt von Geduld bedeutet einfach, dass ich nicht sofort reagiere. Dass ich nicht dramatisiere und sage, oh, was geht es mir, 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 mir schlecht. Und auch nicht, dass ich auf der anderen Seite es unterdrücke, wegschiebe, verleugne oder davor fliehe. Habe Geduld bedeutet, schaffe dir Raum, bevor du reagierst. Sprich das mit einem spirituellen Freund, einem spirituellen Lehrer ab. Früher, als wir so vor 100 Jahren noch oder 150 Jahren, ist noch gar nicht so lange her, gab es in jedem Dorf eine Kirche. Da ist man in den Wäldern des Schwarzwalds, habe ich mal gelesen, mit einem Schinken zum Pastor gegangen oder zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich gebe dir den Schinken und ich möchte ein bisschen quatschen. Und da hat der Pfarrer zugehört, im idealsten Fall. Ja, heute haben wir das oftmals nicht mehr. Deswegen gilt es eigentlich, wenn wir wirklich uns ein bisschen entwickeln wollen, suche dir spirituelle Freunde, suche dir einen spirituellen Lehrer, der dir Hilfe gibt, zu dem du dich wenden kannst. Laufe nicht weg, wenn dich dein Leid trifft. Bedenke, dein Leid passiert ganz vielen Menschen ähnlich. Das hat gestern ein Vortragender gesagt, Gen Kelsang Gyatso, der hat gesagt, nicht nur ich leide, sondern in dem gleichen Augenblick, wie ich leide, leiden 100 Millionen Menschen ähnlich wie ich.